früh am Morgen. Wir sind auf dem Gärtnerhof Staudenmüller im brandenburgischen Templin. Gemeinsam mit seiner Frau Ortrun bewirtschaftet Landwirt Martin Müller hier ein 9 Hektar großes Stück Land mit allerlei biologischem Obst und Gemüse. Früher haben sie ihre Erzeugnisse auf dem Markt verkauft, doch seit kurzem vermarkten sie ihr Gemüse durch solidarische Landwirtschaft, kurz CSA. Eine Gruppe von Menschen tut sich zusammen und unterstützt einen Landwirt bei der Produktion seiner Erzeugnisse. Dabei kauft die Gruppe ihm über einen bestimmten Zeitraum Ernteanteile ab. Klassisch ist es so, dass die Hofbewirtschafter entscheiden müssen, wie viele Leute können sie von ihrer Hoffläche versorgen, womit auch immer. Dann wird dem gegenübergestellt, wie hoch ist das Budget des Hofes. Dann teilt man das eine durch das andere und daraus ergibt sich ein Mitgliedsbeitrag. Für diesen Betrag bekommt eine CSA-Gruppe dann wöchentlich regionales, saisonales und biologisches Gemüse geliefert. Für diejenigen, die Wert auf eine bewusste Ernährung legen, ist CSA daher sehr geeignet. Die Teilnahme sollte aber immer eine bewusste Entscheidung sein. Die Verbraucher haben sehr viel mehr Aufwand, die haben sehr viel Stress. Die müssen sich sehr gut im Klaren darüber sein, worauf sie sich einlassen. Und sie müssen diese Art von Bewirtschaftung und diese Art von Qualität mögen. Es muss ihr Anliegen und in ihrem Interesse sein. Und dann müssen sie bereit dazu sein, einen gewissen Mehraufwand zu leisten, weil es ist definitiv unbequemer als einkaufen gehen. Für den Landwirt bedeuten ausreichend CSA-Gruppen jedoch zuerst einmal eine sichere finanzielle Planung. Eine Landwirt-Verbraucher-Beziehung ist wie eine Kooperation, bei der das Risiko geteilt wird. Bei einem Ernteausfall durch Hagel, Sturm oder Dürre wird beispielsweise weniger Gemüse geliefert. Fällt die Ernte gut aus, fällt auch mehr für die Teilnehmer ab. Jedoch immer nur so viel, wie diese auch verbrauchen können. Was wir als Vorteil sehen und was eigentlich auch in diesem CSA mit veranlagt ist, dass man einfach den Kontakt zum Hof sucht und den Kontakt zum Land sucht, zur Scholle, hat man früher gesagt. Und dass man einfach, dass da menschlich auch eine Verbindung entsteht. 20 Jahre lang verkauften die Staudenmüllers ihre Erzeugnisse auf dem Markt. Irgendwann reichte es ihnen aber. Der große Aufwand, der weite Weg zum Markt und der zeitliche Ausfall von Arbeitskräften auf dem Hof führten letztendlich dazu, dass sich die beiden CSA zuwandten. 80% ihrer Produkte vermarkten sie bereits direkt an verschiedene CSA-Gruppen in Berlin. Mit voller Überzeugung wird auf diesem Hof nun vorangetrieben, was eines von vielen sehr vielversprechenden Zukunftsmodellen für die bäuerliche Landwirtschaft ist. Von der Thematik sprach es uns auch ganz stark an, weil wir ja auch vor Ort sehen, was rundum passiert so in der Landwirtschaft und welche Auswirkungen die industrielle Landwirtschaft hat. Und sodass wir uns dann entschlossen haben, den Markt aufzugeben und ja, diese neue Richtung einzuschlagen. Die Auslieferung erfolgt einmal in der Woche. Im Sprinter geht es nach Berlin und Brandenburg. Jede Gruppe, die sich hier bildet, organisiert einen Raum, wo die Kisten abgestellt werden können. Carola Wilkens macht bei der CSA-Gruppe in Berlin Mitte mit. Als sie Anfang des Jahres auf der Demo vor dem Kanzleramt Wir haben es satt war, wuchs in ihr die Überzeugung, aktiv zu werden. Das war so der Punkt, wo ich es dann auch vom Bewusstsein her satt hatte, einfach nur gedankenlos in den Supermarkt zu gehen oder auch schon seit vielen Jahren in den Bioladen. Dass ich viel näher an den Bauern, an das, was er tut, heran wollte und ihn gleichzeitig unterstützen wollte. Wir Abnehmer dieses wunderschönen und wertvollen Gemüses, wir haben einfach diese unglaublich guten Produkte, die in der Art, wie sie angebaut haben, nicht wertvoller sein können. Die CSA-Bewegung in Deutschland beginnt gerade erst sich zu formen. Immer mehr Menschen wollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. CSA ist eine zukunftsträchtige Möglichkeit, um genau das zu erfahren.